Nach den Enthüllungen durch den früheren NSA-Mitarbeiter Edward Snowden gibt es bei den US-Geheimdiensten offenbar ein weiteres Leck. Medien berichten über neue Veröffentlichungen. Danach wurde ein geheimes Dokument zur Terrorabwehr an den Snowden-vertrauten Greenwald weitergeleitet. Er machte entsprechende Informationen auf seiner Internetseite zugänglich. Insgesamt soll es um Daten hunderttausender Menschen gehen, die US-Geheimdienste zusammengetragen hatten. Der Commander-in-Chief Obama als der allumfassende Beobachter. So sieht ihn das Internetportal The Intercept, das die neuen Dokumente veröffentlichte. Legen Sie doch dar, wie sehr die US-Geheimdienste unter Obamas Führung ihre Datensammlung ausgeweitet haben. Gut 1 Million Menschen hält die amerikanische Antiterrorbehörde NCTC demnach für potenzielle Terroristen. Unter ihnen Angehörige bekannter Organisationen wie Al-Qaida oder der Taliban, aber auch etwa 250.000 Verdächtige, die überhaupt keine Verbindung zu Terrorgruppen haben. Der Informant, offensichtlich nicht die bisherige Quelle Edward Snowden. Denn die Zahlen wurden im August 2013 zusammengestellt. Da hatte der Ex-Geheimdienstler das Land mit seinen Unterlagen längst verlassen. Der Journalist Glenn Greenwald, der die Snowden-Papiere mitveröffentlichte, ging bereits vor Monaten in Interviews davon aus, dass Snowden auf Dauer nicht der einzige Whistleblower bleiben würde. Man kann durchaus sagen, dass Edward Snowdens Mut und das, was er bewirkt hat, andere inspiriert haben. Und ich habe keinen Zweifel, dass das weitere Regierungsmitarbeiter, die Fehlentwicklungen sehen, ermutigt, wie Snowden zu handeln. Einen solchen Mitarbeiter suchen die US-Geheimdienste nun in den eigenen Reihen. Die Befürchtung der amerikanischen Regierung ist eingetreten, ein weiterer Whistleblower. Noch ist unklar, wie viele vertrauliche Dokumente weitergeleitet wurden. Zusammen mit anderen Berichten der vergangenen Monate ergibt sich aber ein begründeter Verdacht. Möglicherweise gibt es nicht nur einen zweiten Edward Snowden, sondern mehrere.